schade, ich wollte eigentlich gerade hier den. Das Intro machen, kriegt das noch hier hin? Puh. Egal, ich grüße euch herzlich zu einer Runde Black Include. Dies ist ein Seuchenspiel. Man spielt eine Seuche auf der Welt, die halt neu entsteht, sozusagen ein neues Supervirus oder wie auch immer man es bezeichnen will. Beziehungsweise wenn man ein Virus spielt, das kann man halt auch eine andere Krankheitserreger spielen. Multiplayer ist momentan nicht verfügbar, denn es ist halt noch eine Early Access, wie es hier sehen. Der Stand, wir haben jetzt heute den 29.07.2014, damit das halt kurz klar ist. Musik habe ich jetzt leider ausschalten müssen durch halt rechtliche Maßnahmen. Ich habe da jetzt momentan ein, zwei Probleme bei ein, zwei Spielen gehabt und darum habe ich es jetzt Schnauze voll und habe das halt einfach alles entfernt und ich muss halt ein bisschen mehr ohne Sound spielen. Wir werden das Hauptspiel spielen. Ich habe nochmal überlegt gehabt, hier ein offizielles Szenario zu spielen. Da kann man zum Beispiel hier die wiedergekehrte Pest spielen. Aber nee. Wir bleiben bei dem Hauptspiel. Ich habe es ja schon mehrmals fast geschafft, hier als Bakterium die Welt auf normal auszurotten. Das ist schon extrem schwer. Also glaubt mir, Leute, das Spiel hier auf normal ist schon hart. Ne? Und dann wird es halt immer mehr. Wenn man halt die Bakterien nicht direkt beeinflussen kann, sondern nur indirekt alles. Man kann auch so eine Affengrippe spielen, aber das werden die meisten Let's Player machen. Und darum bleibe ich hier bei den Bakterien. Den ganz normalen Standardvolk, in dem sie so solche. Ja. Man kann hier so Gene freischalten im Spiel. Ich habe halt auf leicht durchgespielt, darum habe ich halt hier erhöhte Seuchenausbreitungschance über Land. Macht nicht viel aus. Ne? Ist nur ganz, ganz wenig. Und das ist halt hier unser Bakterium momentan. Entschuldigung, ist schon was später. So, jetzt kann man hier die Schwierigkeit einstellen. Ist halt nicht besonders aufregend. Ihr seht halt hier so einen kleinen Text dazu. Das stimmt in dem Sinne nicht wirklich, was da steht. Aber halt, ne? Das sind halt die verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Das soll das halt ein bisschen beschreiben. Das ist zwar nicht 1 zu 1 genau richtig, aber ist ja auch wurscht. Das Spiel ist ja an sich gut. So, unsere Krankheit heißt Vestus Bactus. Ich fand den Namen ganz ganz passend hier zu meinem Kanal und zu meinem Dingens hier, weil ich habe das schon einmal angespielt in dem Sinne und auf leicht durchgespielt und einige Mal auf normal angefangen und total versagt. Meistens hier an Island oder Grönland. So, Startgebiet wählen. Ich habe mir nämlich jetzt mal überlegt, ich wähle jetzt Island aus von der geografischen Lage. Das dauert das Spiel, an sich dauert länger. Aber das Problem ist einfach Island und Grönland zu infizieren. Das ist unglaublich schwer. Das ist sowas von unglaublich schwer. Darum werde ich das hier auch da wählen. Ne? Weil es jetzt unglaublich schwer ist. Jetzt zum Spiel hier selbst. Wie gesagt, ich habe jetzt hier Grönland ausgewählt. Da ist unser erster Infizierter. Diese roten Dinger kann man draufdrücken, kriegt man hier DNS-Punkte. Mit diesen DNS-Punkten kann man halt die Übertragungswege verbessern, halt ob man auf Vögel mutieren kann, also dass Vögel erkranken und die halt Menschen anfallen, Ratten, Insekten, Vieh. Und je nachdem bringt es halt mehr. Halt diese Insekten, die Moskitos, hilft bei heißen Ländern, ne? Wie ihr hier seht, in heißen Klimazonen. Ratten, hier urbane Regionen, bedeutet halt dicht besiedelt, viele Großstädte. Das ist halt Landübertragung, also von Land zu Land. Dass sie halt bei ländlichen Gebieten, also die nicht urban sind, hier haben wir noch Arme, die Wasser, also wenn es im Wasser, also auf Schiffen die Übertragungsrate und hier auf Flugzeugen. Hier haben wir mal was anderes. Hier sind die Symptome. Die Symptome können natürlich auch übertragen. Ne, das seht ihr hier unten. Das ist die Infektiosität, also wie infektiös wir sind, Schweregrad, also wie auffällig unser Virus ist und Letalität, ich weiß, ich bin ein bisschen dämlich in der Aussprache darin, aber das ist halt die Tödlichkeit dieses Viruses. So, jetzt haben wir noch die Fähigkeiten. Es gibt halt für jedes Virus, beziehungsweise Bakterien und was auch immer, oder Wurm, was man halt hier auch immer spielt, verschiedene Fähigkeiten. Symptome und Übertragung sind meistens ähnlich, aber nicht gleich, ähnlich, ne? Aber hier, die unterscheiden sich relativ weit. Außer halt hier, ja,
Anpassung gegen Antibiotika und halt Hitze- und Kälteresistenz. Wir als Bakterium haben halt noch die Möglichkeit, allgemein gegen alle Klimabedingungen uns halt besser zu wappnen. Aber nichtsdestotrotz, wir lassen jetzt hier erstmal weiterlaufen. Denn als Isländer, ich habe das schon mal probiert und fast geschafft, aber ich war halt zu ungeduldig. Hier kriegt man noch zusätzliche Blasen für Zeit, also DNS-Punkte. Wir lassen das jetzt erstmal eine ganze Weile durchlaufen. Also nicht böse nehmen. Und dass jetzt hier gerade noch nicht so viel passiert, denn ich will das Virus halt nicht zu auffällig machen. Das ist halt schlecht hier. Beginnt sich auszubreiten, bla bla bla. Aber die ist halt noch nicht aufgefangen als Krankheit. Weil, ist auch klar, in dem Sinne, ein bisschen logischer Menschenverstand, wenn viele Leute wirklich krank werden oder husten oder Symptome zeigen, dann gucken die Menschen danach und wollen es halt bekämpfen. Solange ich aber keine Symptome zeige, in dem Sinne, ne, als Krankheit, interessiert es die Menschen einen Scheißdreck. Hm. Ich wollte was trinken, verdammt. Muss man extrem aufpassen, das immer zu machen. Riesenwal versenkt Fischerboot. Gegen Genpflanzen. Hier sind so kleine News immer angezeigt. Ganz nett, je nachdem. Manche sind halt ein bisschen fiktiv. Und manche halt zu den einzelnen Ländern, je nachdem, wie der Virus da momentan agiert. Jahrhunderte, bla bla bla. Ich bin auch gerade am Überlegen, ja komm, wir passen das Virus mal an. Wir setzen mal kurz hier den Bakterienmantel ein bisschen über und halt die Verbreitung. Obwohl. Machen wir das wirklich? Ja, machen wir. Das machen wir. Man muss halt extrem aufpassen, was man hier taggt. Man kann nämlich niemals alles machen. Ich glaube, was auch gerade wichtig ist, ist halt hier genau mit Klima, weil wir so ein kaltes Klima da momentan haben. Naja. Also wenn ich jetzt hier in Afrika oder sowas wäre, hätten wir uns schon längst ausgebreitet. Oh, wir sind jetzt direkt nach Deutschland gekommen. Nicht? Wie ihr seht, kriegt man halt direkt so ein roten Ding für jedes neu infizierte Land. Und jetzt haben wir dadurch, dass wir halt diese Übertragungswege gemacht haben, mutieren die Viren schneller. Und das sieht man hier. Wir haben jetzt halt eine Schlafstörung mutiert. Ist natürlich nicht so gut, denn das macht das Virus auffällig. Darum entwickeln wir das zurück. Nach England. Gut, jetzt sehen wir da gerade, wir haben da Probleme in Deutschland Fuß zu fassen, wegen halt dieser Antibiotika-Geschichte. Wir teilen jetzt erstmal aus, dass wir da nicht mehr so anfällig gegenüber sind, also unser Virus. So. Entschuldigung Leute, ich habe momentan ein bisschen was am Hals, aber ist nicht so schlimm. So, jetzt lassen wir es ein bisschen ausbreiten, wir gucken uns mal die Welt an. Haben mittlerweile 50.000 Infizierte. Ist aber nicht schlimm. Ne? Also, es gibt ja wesentlich mehr Menschen. Nur für die Leute, die das halt nicht gerne mögen, dass Menschen hier sterben könnten, beziehungsweise hier das simuliert wird, und ein bisschen Panik schieben. Also, das ist eine Simulation, wie das halt in echt passieren könnte. Aber halt, wir kontrollieren das ja manuell mit den Viren, bla bla bla. Also, entweder ausschalten oder halt zu Ende gucken. Und sich von der Paranoid, das halt, was soll ich sagen, vom Paranoidsein leiten lassen. So. Island ist natürlich jetzt hier schön infiziert, aber Problem ist jetzt hier Grönland. Ich überlege auch gerade, wir taggen jetzt mal hier die Vögel. Genau.
dann verbreiten wir es hier nämlich allgemein schneller. Über den Landweg. Man kann das natürlich auch alles wesentlich schneller und aggressiver machen, denn wenn wir Leute umbringen, dann gibt das auch Punkte hier, DNS-Punkte. Und damit kann man halt dann auch schön agieren. Es gibt also zwei verschiedene Taktiken. Entweder man ist sehr passiv, ne, und kommt dann alles auf einmal, oder halt recht aggressiv von Anfang an. Aber ich fühle mich immer als erstes sehr schön viel, sehr, sehr ausbreiten. So, Symptom, kommt das nächste, zurückentwickeln. Zack. Man kriegt dann halt zwei Punkte wieder. Gab eine Zeit lang, da hat es halt keine zwei Punkte wiedergebracht. Da hat man dafür zwei Punkte zahlen müssen. Das war halt nicht so toll. Zack, zack, zack. Spanien infiziert. Jaha. Die baltischen Staaten haben jetzt auch infiziert. Wir gehen ein bisschen weiter hier durch die Welt. Sehr schön, jeder Kontinent ist jetzt schon mal infiziert. Jetzt haben wir nur noch ein Problem mit Grönland. So. Zack, 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 zack. Ich bin mal überlegen gewesen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das jetzt mal ausprobieren sollte. Ansteckend als HIV sind wir. Sehr schön. Ein bisschen mehr auf die Übertragungswege zu gehen. Aus dem einfachen Hintergrund, dass mal durch die Mutation, ne, die man bekommt. Man bekommt ja immer zwei Punkte wieder. Und wenn man halt sehr hohes Mutationsfaktor hat, dann, ne, ist das ja eigentlich nicht schlecht für das Spiel. Jedenfalls für uns. So. Wir haben Übelkeit entwickelt. Den wollen wir natürlich nicht. Wir können es gerne noch eine Übertragung reinhauen. Da wir momentan halt ein bisschen mehr in den südlichen Provinzen Ärger haben. Ländlich. Ja, komm, tecken wir das mal. Symptome aber entfernt. Na, genau. Nee, das lassen wir sein. Was ich gerne auch mache direkt oder relativ schnell, ist diese zwei Tags. Das verlangsamt halt den Tag enorm, wenn sie halt mal anfangen, mich zu entdecken. Zack, zack, zack. Europa ist komplett infiziert. Sehr schön. Oder fast. Bis auf Frankreich und Spanien. Die hat es jetzt erstmal komplett erwischt. Russland. Sehr schön. Grönland auch. Sehr schön. Jetzt knutschen da durch die Gegend. Jaha. Also so schnell hatte ich Grönland noch nicht. Also ich hatte auch immer Probleme mit Kanada. Aber dadurch, dass ich, glaube ich, diesen ländlichen Tag früher gemacht habe, ist das nicht so schlecht. Dafür sind sie halt in Afrika. Also, das heißt Afrika. Das klingt voll kacke. Afrika. Die Leute ein bisschen benachteiligt. Sehr schön. Können wir jedenfalls hier sehr gut infizieren. Husten. Ne, Husten brauchen wir gerade gar nicht. Infizier du erstmal alle, mein kleiner Virus. Für die Leute, die halt sich mal genauer Details angucken wollen zu den einzelnen Ländern, die das Spiel noch nicht so oft gespielt haben, fällt mir gerade mal ein. Nimm jetzt mal hier irgendein gutes Land. Moment. Ja, Peru. Genau.
Wenn ihr hier unten auf das, den Button drückt, dann könnt ihr hier sehen, es ist kalt. Was heißt das nochmal? Weil ich glaube nicht, guck, sprich mal nach. Das ist ein urbanes Land und ein armes Land. Also ein dicht bevölkertes, was? Also nicht bevölkertes Land. Was? Aridel? Was? Aride? Ich jetzt gerade doof? Ich will gerade, was heißt Aride? Ja, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gerade nämlich ziemlich blöd. Ich habe mir nämlich noch keine Gedanken drüber gemacht. Humide Länder sind okay. Gut, natürlich, dass das hier trocken. Aber das ist halt heiß. Komisch. Egal. Ist mir gerade auch nicht so wichtig. Gut, ihr habt jedenfalls die Information, was das alles heißt. Und hier habt ihr die gesunde Menschheit allgemein und die Forschung, die halt gegen einen läuft. Flieg. Der Witz ist jetzt eigentlich daran, ich könnte langsam eigentlich schon fast anfangen, die Menschheit umzubringen, denn diese Afrika-Dinger, die sind eigentlich leicht zu bekommen. Aber ich traue mich momentan noch nicht so richtig. Ich warte jetzt erstmal noch hier eine vernünftige Infizierung von Kanada ab. Und was weiß ich, und wenn ich halt überall ein bisschen was wenigstens habe. Der Ausschlag wird entfernt. Genau. Ist auf jeden Fall jetzt gerade mal was besser. Hier haben wir auch schon vernünftig infiziert, aber noch nicht. Also in den heißen Ländern haben wir momentan noch Probleme. Ja, mit so 100 Punkten kann ich mal langsam anfangen, die Menschheit umzubringen. Wie es klingt. Seltsam. Obwohl, wer will nicht mal die Menschheit ausrotten? Einfach mal so, weil Spaß macht. Boah, das ist pervers. Das ist wirklich pervers. So. Ja, komm, mach mal schön Infiziri. Indonesien ist noch nicht so wirklich... ein heißes Land. Ja, warte, dann machen wir halt mal hier. Steigert ja die Mutationen, also ist das okay. Ist absolut okay. Komm, verbreite dich, mein braver Virus. Das Land hat man noch nicht infiziert. Oh Gott. Oh Gott. Ah ne, da... Ne, das sind wir jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich uns hätte nicht gesagt. Da sagt man ja statt Gott Allah. Aber nicht falsch verstehen, Leute. Ich habe absolut nichts gegen die Kultur. Ja, ich weiß, ist nicht spannend. Also, das Spiel an sich macht tierisch Spaß, aber diese Taktik, die ich hier gerade mache, die mache ich auch nur, weil ich das Spiel so oft verkackt habe. Ich traue mich halt gerade nicht zu aggressiv vorzugehen, denn jedes Mal, wenn ich zu aggressiv war, habe ich total verschissen. Ja, Mexiko. Ach komm, den Ausschlag lassen wir jetzt, obwohl das fängt jedes Mal so an, wenn ich das mache. Wenn ich dann sage, ach, das lassen wir jetzt. Okay, auf Fieber können wir jetzt schon mal nicht gehen. Denn die Fieberforschung, das ist auch schon zum Beispiel so ein zufälliges Ereignis.
was man halt mitten seiner Krankheit einberechnen muss. Wenn die halt hier gegen Fieber sehr, sehr effektiv sind, sollte man das nicht tacken, denn da ist die Forschung für die wesentlich, hier wesentlich einfacher. Gibt's doch gar nicht, das in Afrika ist jetzt so schlecht ausbreitet. Hatte ich noch nie. Iran. Seltsam. Angola, gerade mal fast noch nicht mal 100. Ist hart. Ist auf jeden Fall hart. Komisch. Ja, komm. Wir fangen langsam an. Lassen wir es nur gerade noch so. Infektionsrate ist halt wesentlich erhöht. Die Leute können schlechter arbeiten. Heilung ist erschwert. 33 Punkte. Passt. Unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Als wenig gefährlich. Und jetzt sind wir direkt entdeckt, das meine ich halt. USA startet Heilmittel ohne Förderung. Ja, das ist jetzt gerade nicht so schlimm. USA ist halt führend. Okay, jetzt müssen wir direkt anfangen, tödlich zu werden. Ja, ne, das ist echt übel. Ja, dann versuchen wir gleich darauf zu gehen. Wir müssen jetzt 30 Punkte sparen. Dadurch, dass wir diese Dinger jetzt hier ploppen lassen, haben halt den Vorteil, ihr kämpft die Heilung, ja, ja, schon klar, dass wir halt die Forschung minimieren. Ja, hämorrhagischer Schock, ist ja okay. Ja, jetzt gehen sie halt direkt auf mich drauf, weil sie gesehen haben, wie tödlich ich bin, dem Virus. Haben mich Wundersgrad 25% fertiggestellt, dass ich nicht so viele Punkte bekomme. Ich töte gerade voll viele Menschen. Mehr Toten als durch Pocken. Verzögern wir das mal kurz erstmal. Würde ich behaupten. Und dann... kann tödlich enden. Oder das. Die Sache ist halt... aber Moment, wir haben jetzt das, 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 das. Das ist ja schon sehr tödlich, ne? Ich muss ja was haben, was jetzt halt auch mehr zieht sich jetzt hier auf, ja, auf kalte Ebenen. Wir sind aber nicht im kalten Gebiet. Komm, decken wir das. Dann sind wir auf jeden Fall infektiöser. Besonders in diesen scheiß Klingern hier. Und dann können wir es auf jeden Fall was an unserer Killer-Methode ranschrauben. Ja? Und wenn das gleich bei 70% ist, denn die Welt... Oh! Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr so viel mehr dran machen. Denn wir haben schon ziemlich viel hier zerstört. Wir haben schon 77% ausgerottet. Oh Gott.
vorsichtshalber gehen wir mal aber trotzdem hier drauf. Ja, man weiß ja nie. Atomexplosion in Finnland. Riesige Atomexplosion in Finnland hat eine radioaktive Wolke freigesetzt. Die Ursache ist unbekannt. Doch Ausgangsort lässt Defekt Sabotage in Kernkraftwerken vermuten. Da. Oh, hart. Na, solange das circa synchron ist, ist das ja alles gut. Ich bin momentan noch nicht so überzeugt davon. Wir müssen ihn auf jeden Fall infektiöser machen, ne? Gefallen tut mir das jetzt gerade nicht, ne? Aber gut. Kriegt wieder 1% zurück. Das ist halt konstant am Steigen. Okay, der Nahe Osten ist gleich weg. Das ist gleich auch weg. Das funktioniert hier auch. Aber Angola sinkt, ne? Nee, es steigt allgemein. Es steigt. Ja, aber im Allgemeinen sinkt's. Ja gut, das sind halt diese dicken Länder, ne? Aber das hier geht eigentlich. Ja, ist auch okay. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass das halt nicht zu übel für uns wird. Alles klar. Ich glaube, ich habe das erste Mal jetzt geschafft, die Menschheit auf normal auszurotten. Sehr schön, die Taktik funktioniert. Mittelamerika ist, glaube ich, zusammengebrochen. Ja. Ja, ja. Hier ist auch fast alles zusammengebrochen. Nationaler Notstand, Finanzen. Ja. Ist schon klar. Ja, mittlerweile nur noch so einen geringen Teil der Forschung, die überhaupt aufgewendet werden kann. 4 Jahre braucht die Forschung und 4 Jahre werden wir auf keinen Fall mehr brauchen. Nahe Osten ist gescheitert, Regierung gescheitert in der Ukraine. Der Iran ist gleich down. Ich könnte es höchstens noch ein bisschen ansteckender machen, ne? Obwohl, nee, das lassen wir, damit wir noch zur Not hier ein bisschen aufdecken können. Falls es halt nicht so funktioniert, wie ich es erhofft hätte oder habe. 5 Jahre steigt Tendenz nach oben. Ja gut, Iran ist ja jetzt nicht mehr, oder beziehungsweise ist gleich nicht mehr faktisch am Leben. Zack, 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 zack. Totale Anarchie. Ja, das finde ich auch interessant, wenn man jetzt mal hier vergleicht. Ein ganz normaler Tag, sind zwar viele tot, aber geht noch. Botswana, ein ganz normaler Tag auch noch. Irak, allgemeine Unruhe. Jetzt Massengräber, richtig Unfallkliniken, zentrale Bar, oder? Landesweite Bluttests. Gucken wir jetzt mal. Dadurch, dass jetzt alle infiziert sind. Chaotische Umstände. Oh. Nett. Das hab ich noch nicht gesehen. Nein, das war ich nicht. Sehr schön, also das ist jetzt mal interessant. Da kann man sich jetzt hier schöne Infos holen. Nice.
totale Anarchie. Landesgrenzen geschlossen, Forschungsfinanzierung 9, landesweite Bluttest, Epidemie ausgerufen, ja. Aber helfen tut's trotzdem nicht. Botswana verbrennt Leichen. Ja, das ist halt nicht unwichtig jetzt gerade bei meiner Art von Virus, weil meine... Damit ihr seht, was ich überhaupt gemacht habe. Ja, das Tote, also verwesene Leichen, dienen halt auch als Überträger. Ist halt schon übel. Botswana ist jetzt auch Anarchie. Fast. Sieht schlecht aus, Angola. Genau. Dann machen wir mal Übertragung. So, Bahn ist das ja nicht, ne? Das ist arm. Auch komm. Mach mal halt diese. Ich dachte gerade. Oh jo. Jetzt ist ein riesiger Ansprung. Jo. Die Übertragung ist jetzt wesentlich übler hier. Merkt man direkt. Zack, 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 zack. Infizierte steigen und steigen. Botswana ist ja schon fast ausgerottet. Die gesamte Menschheit ist infiziert. Kann man noch irgendwie tödlicher werden? Doch, komm, mach mal einfach noch das rein. Dann sei es gut. Ja, es ist glaube ich nur Angola und Botswana. Und jetzt gleich nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist nur noch Angola, genau. Tick, tick, tick. Ja, ja, komm, 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 komm. Tick, 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 tick. Menschheit bald ausgerottet. Was steht da? Steht ja hier. Nee. Ah, Entschuldigung. Das. Können gar nichts mehr gegen mich tun. Ja, toll. Irgendwas mit dem Immunsystem haben wir jetzt noch gemacht. Ein deutscher Anstieg von Mutationen. Oh, wäre natürlich auch nicht nett, auch ganz nett gewesen. Und? Sieg, 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 Sieg. Endlich, ey. Oh, ich habe das mindestens 6-mal probiert, ne? Verdammte Kacke. Geil. Ja, jetzt kann man halt hier noch... Boah, so lange haben wir gebraucht. Ja gut, die haben halt sehr langsam agiert, ne? Ist halt so. Komplex, Schwierigkeit. Ja, wir haben gerade mal 2 Sterne in dem Sinne dafür bekommen. Wir haben es halt auch sehr, sehr langsam angehen lassen. Ist aber nicht schlimm. Wir haben es geschafft. Der Rest ist mir egal. Und... Ja. Beenden. Das Rückentwickelgen und das Seuchentypenvirus wurde freigeschaltet. Gucken wir mal rein. Grenzenloses Potenzial. Rasant mutierender Erreger, der sehr schwer zu kontrollieren ist. Landbonus. Rückentwicklung. Bonus DNS bei Rückentwicklung. Das ist aber schon mal ein Vorteil. Gut, Leute, ich gucke mir das jetzt mal an. Und ja, ich freue mich, wenn ich das nächste Mal, glaube ich, das Spiel nochmal mache. Ich weiß noch nicht, wie viele Let's Plays ich dazu machen werde. Schauen wir einfach mal. Und bis dann, Leute. Ich hoffe, beziehungsweise, das mache ich nochmal schnell.
wenn ihr Bock auf das Game habt und der Multiplayer ist draußen, würde ich auch gerne mit jemandem hier spielen. Vielleicht findet sich ja jemand dafür. Und bis dahin, ciao.